Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von A Plague Tale. Für mich ist in der letzten Episode ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt gerade Modern Warfare 2 ein bisschen gezockt. Mal wieder hier Wetter, auf um diesen. Die zu erkunden. Ja! Inselentdecker! Ja. Finden wir erst den Ausgang. Auf diesem wunderschönen Anwesen hier. Da schauen wir uns hier noch ein bisschen um, was wir hier so finden. Ich glaube, hier ist Dead End. Aber hey, wir sind jetzt eine Nacht hier und die Insel ist noch nicht untergegangen. Ich bin stolz auf uns. Ja, das sieht nach dem Ausgang aus. Oh, sieh dir das an. Die ist boah, so das groß. Mit den ganzen Mühlen. Echt schön. Kann ich denn von dem Anwesen auf Foto machen? Probieren. Na, komm, dreh mal. Ja, so. Und Foto. Sehr gut. Gehen wir weiter. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel. Weit offen. Sperrangelweit. Sperrangelweit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja. Ein sieht wenig aus schon. Wie ein Henker. Okay, da geht's nicht weiter. Oh, jetzt mal bitte versaut es nicht. Wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. Ich würde sagen, hier links. Guten Tag auch. Guten Tag. Danke. Morgen. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helm anfühlen muss. Tja, gestern im Hafen ging es ein bisschen rund, von daher. Stimmt. Wohl wahr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Entschuldigung. Das ist doch die Stimme von Shepard, oder nicht? Nämlich der gleiche Synchronsprecher ist auch in Modern Warfare 2. Das ist so komisch, jetzt aus der Stimme hier zu hören. Geht es da raus? Denke schon. Fragen wir die Wache. Morgen. Hallo, dürfen wir rausgehen? Sicher. Genießt die hellen Tage. Es ist so ungewohnt, dass die Wachen nett sind. Gut geschlafen? Hallo, Sophia. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du, wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Anno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verdient ja. Uns und hat Hugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Anno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Hugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Mit dir kommen wir garantiert wieder in Schwierigkeiten. Achso. Wie soll losgehen, oder was? Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht, nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön, die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Gesagt, würde ich gerne mal nach da oben hingehen. Da so in die Felswand. Können wir das einfach machen? Dass es gerade mal drauf ankommt. Nachdem wir jetzt kein offensichtliches Ziel haben. Moin. Ist da rüber? Das könnte gehen. Der Gott, der. Nein, da hat's eine Alpha-Wand. Ja auch. Na, ah, schade. Hätte ja sein können. Ich
Gehen wir halt diesen Hauptweg da runter, wo die Fahne ist. Dann darauf. Wir brauchen auf jeden Fall einen Strand. Das sieht jetzt nicht so strandig aus hier. Andererseits sind wir eigentlich auch nicht schlecht. Warum ist da so gruselige Musik? Eigentlich ganz schön jetzt hier. Sollten wir nicht unsere Sachen ausliefern? Wir haben noch Zeit. Das Festmahl ist erst abends. Die haben bestimmt... Naja, da kommt mein irgendwo hin. Lasst ihr uns da durch? Nein, Alpha Mann! Warum denn? Das ist doch nur eine Treppe. Ah, ich sehe. Okay. Oh, ein Vogel! Ja, stimmt. Ja, sein Vogel. Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Ja. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Wobei, Hugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Komisch. Ich glaube, die Leute wissen mehr, als sie da hier irgendwie zugeben. Mal sehen. Da! Er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht er? Ach so, wow, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hier ist alles so anders als in Gaien. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht. Da unten ist der nächste. Heiß. Ist es in Guyen nie heiß? Nicht so wie hier. Glaub ich dir. Hey, da oben! Essen ist fertig! Danke! Nur noch ein paar Ziegel. Da was für mich? Ah, okay, wir müssen da rein. Das reicht nicht, wenn wir hier draußen sind. Morgen. Laufen einfach mal so in den Garten rein, passt das? Oh, er blickt auf das Haus da. Dort könnte deine Antwort sein. Oder ist da noch einer? Schauen wir es uns an. Ja, da hinten ist noch einer. Okay, wie kommen wir jetzt da rauf? Ich glaube, wir können da rauf, oder? Kletter hoch. Ja, alles klar. Meiner Frau. Vielleicht haben wir dieses Jahr endlich Glück. Ich hoffe es. Eklig. Ihr habt euch den Segen des Sohns verdient. Blickt er da etwa auf ein Zelt? Ein jahrhundertealter Vogel interessiert sich für ein Zelt? Sollen wir es uns ansehen? Ja. Okay. Was ist das für ein Haus hier? Guten Tag. Hallo. Hallo. Nö. Kleiner Platz zum Beten. Ist echt schön hier. Also hier würde ich auch wohnen wollen. Wenn es so friedlich bleibt und so schön. So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Einsehen. Wir gehen da nur zu dem Vogel kurz. Peter. Hallo. Wir sehen uns nur die Statue an. Tja, lasst euch nicht stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts! Die Jugend sucht jetzt schon Steine statt Gold. Das ist doch alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Okay, das war jetzt ein bisschen schick. Oh, cool. Das ist ja cool gemacht. Allein auch schon hier wieder die Aussicht. Ah, mehr geil. Okay, du schaust noch da vorne. Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten. Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaube ich auch.
Die Vogeljagd geht weiter. Find's aber schräg, dass man das dann so platziert hat, aber okay. Aber vielleicht mit den Drachen was machen können? Geh da zuerst hin. Auch wenn da hinten irgendwo ein Vogel sein muss. Aber das will ich mir ansehen. Oh, was zum... Was geht hier vor sich? Ja, gute Frage. Nichts ist tot. Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Kein Kind ist geboren. Es weilt bereits hier. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Komische Kälte hier. So cool. Was ist das? Oh ja, Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Sie ist so nett. Sie und der Graf sehen so verliebt aus. Das ist fast... Peinlich? Naja, überraschend. Wir brauchen hier mehr Wieso überraschend? Da hinten könnte man auch noch hingehen. Nee, aber das Ganze wirkt alles ein bisschen zu schön. So friedlich, also... Das Holz ist ein bisschen feucht, oder? Ja, aber kriege ich schon hin. So, der Vogel, der hat ja noch da vorne irgendwo hingeschaut. Nichts ist tot. Irgendwo in die Nichts Richtung. Ist fruchtlos. Auf dem Hügel hier oben drauf? Wo ist der nächste Vogel? Ah, da Bist hinten. Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß, aber wunderschön. Ich mag Vogel. Sind wir eine Spirale gelaufen? Nee, ich glaube, die schauen das da in der Mitte an. Näher. Ah, ja, da hätten wir es doch. Einmal rein da mit uns. Das muss es sein. Was siehst du? Ich sehe Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja. Sieht wichtig aus. Für mich ist hier alles antik, aber... Sieht wirklich schön aus. Bestimmt ist ein Rätsel, was wir hier lösen müssen. Da hinten leuchtet was. Kiste. Konnte ich jetzt nur Alkohol mit? Und ich kann mich hier verstecken. Warum kann ich mich da verstecken? Und ein Symbol. Da! Der Vogel! Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Also mit Feuer halt, oder? Dann drum, nicht Stein, Ignorex, Tingus, Teer. Teer werfen, ne? Und dann anzünden. Das ist es, Hugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau?
nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne. Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Okay, also kommen wir doch dahin. Ich kann es kaum erwarten. Cool. Und Guck mal, das anschauen, was ich mir von Anfang an anschauen wollte. Dann laufen wir jetzt einfach straight hin. Da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar. Das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Allerdings. Hätte aber auch Potenzial, dass da oben wieder die Ratten sind. Auch wenn es wieder dunkel wird. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Es ist aber nett ausgedrückt. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gayenne jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Sieht halt alles so anders aus als wie ein Design, Vision, aber vielleicht soll es ja auch nur eine Referenz sein. Schön, dass wir hier so alles erkunden können. Und vor allem meine Kämpfe sind ja recht entspannt hier mal ein bisschen die Landschaft anschauen. Rätsel lösen, die sie selber gelöst haben. Aber ja. Ja, das ist offen? Er. Der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Oh, ich hätte schon gesagt. Ja, gehen wir. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig. Ich will dich nicht tragen müssen. Angsthasen. Na, oh, wir gehen ja gar nicht rauf. Gibt wieder Cutscene. Ja? Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lasst uns zusammen mächtig und groß sein. Okay. Liebe Leute, es gibt einen ganz kurzen kleinen Cut für euch. Ich bin gleich wieder da. Und da bin ich auch wieder retour. Geh mal wieder rein. Oh, es wird langsam heiß. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Ja, es ist wirklich ein bisschen größer, als wie es von unten aus gesehen hat. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder.
Er kann auch im Nu einschlafen. Ach so, ich muss damit dazugehen. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo, du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Gegenangriff! Für die Derun, Hugo. Na schön, ist gut, ich gebe auf. Für die Derun. Du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen! Ah, er ist schon nett. Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Hugo. Ich werde mich rächen. Hey, vielleicht bleiben wir ja zusammen in der Gruppe. Man, sie ist echt nett. Das Heiligtum ist riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh. Warum hat man es dann verlassen? Das sind so viele Amis hier. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Ah, das heißt, die werden uns jetzt einfach attackieren, wenn wir da reingehen? Übrigens, wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Okay. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Na, das glaube ich nicht, kleiner Mann. Das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt. So ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich Da ist was dran. Oh, ich höre sie. Ist das die Ziege, die er meinte? Tramontan, ja. Oh, wie kommen wir da rein? Vielleicht das hat zwei Kisten. Nee, erstmal looten. Ich will meine Materialien haben. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ich frage mich nur wo. Also da ist zu. Da ist sie. Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen. Als Kind starrte ich ihn stundenlang in die Augen. Ein Wie Rätsel, ist die was Ziege in ihren da Köpfen reinkommen? Vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Und da oben hat es sowas Rotes. Hier ist eine Alpha-Wand, ich komme hier nicht rein. Welchen anderen Weg soll man denn hier reinkommen? Ich würde hier einfach drüber klettern, wenn es jetzt echt wäre. Hier das Zeugs hier verbrennt? Nee, oder? Ist ein bisschen auffällig, dass das hier alles so hoch ist. Da geht's auch nicht drauf. Bin ich gerade wirklich überfragt. Aber ich glaube, ich zünd das mal hier an. Ich brauche Feuer. Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Oder können wir die Tür wegbrennen? Vermutlich nicht, ne? Hört das jetzt mal auf zum Brennen hier. Ja, jetzt sehe ich's. Hugo, geh doch mal durch, hey, bitte. Nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held.
Er ist so lustig. Nicht immer, aber... Schnell, meistens. Schnell! Gut gemacht. Das war ritterlich. Na du? Ah, da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? Erst nachdem ich gelootet habe. Yeah, Werkzeug! Nice. Jetzt? Ah ja, okay. Okay, das war jetzt schräg. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja, sie ist lieb. Na gut. Oh, süß. Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja, los. Dein Papa wartet auf dich. Ah, die wird schon disziplin. Geduld. Sie entscheidet selbst. Okay, was? Tremontaine. Oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Also von Ziegen per se, glaube ich, habe ich jetzt noch nicht geträumt, aber ich mag gern Ziegenmärchen so. Danke für die Opfergaben. Bitte verzeiht die Eile, aber die Zeremonie wird bald beginnen. Soldat. Oh, schon gut. Sorgt dafür, dass es keinen Ärger gibt. Kletter hoch. Gestern hatten wir genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Wir sind besonders vorsichtig. Keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Anu. Das war zu erwarten. Hier geht's runter. Ja. Oh. Was machen wir mit den letzten Opfergaben? Die bleiben erstmal hier. Wir bringen Vorsicht. Die Zeremonie hoch. Die sind hier wohl gerne unter sich. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns, oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann auch das Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja, das ist es, was zählt. Wir kann gegen das hohe Gras auf die Alge gedrückt und... Zieht langs ruhig aus und drücke E. Ja, hätte ich mal gesagt. Versuch das. Hat geklappt. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. Da zwei Terralien, aber die skippe ich jetzt erstmal. Echt heiß, was? Alles sauber. Okay, ich glaube, das wird einfach. Ablenken. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Jetzt aber nicht sehr geholfen. Hey. Ah, doch. Rauch? Wo kommt der her? Los, es funktioniert. Denn hier. Okay, da kommen wir nicht durch. Da ist die Tür, schnell jetzt. Nichts. Okay, easy peasy. Und neuer Abschnitt. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind ja, nicht da. Nicht wirklich magisch. Okay, klar. Die haben hier in die Werkbank einfach den Durchgang reingemacht. Aber okay, wir können jetzt endlich ein Upgrade machen. Also, wir haben zwei Werkzeuge. Schleudert durch eine zweite Haltung an den... Kann ein Mies ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Armbrust. Für den Armbrust ein weicheres Metallgewicht kann er müsste deutlich schneller nachladen. Den Topf voll Ignifer zu töten, das ist natürlich nicht geil. Weil ich glaube ich eher auf die Schleuder gehen möchte. Ich mach die Schleuder. Viel besser. So, dann. Weiter geht's. Hier lang, schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh, wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Mir wird schwindelig. Nee, oh, scheiße. Ach du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Alles gut. Holy shit.
Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter. Ich habe auch dezent Höhenangst. Wir sind da. Ich möchte weg. Geschafft. Danke. Geht es dir gut, Nico? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas machen. Auf festem Boden. Meine auch. Jede Sicherheitskontrolle. Oh, das sieht mega schön aus. All diese Blumen. Die müssen für ihre Zeremonie sein. Wir können uns hier wieder verstecken. Hey, Igo, kannst du eigentlich dein Herzensding machen? Hier sind keine Ratten. Okay, das geht nicht. Soldaten, die Soldaten, in Deckung, schnell! Augen offen halten! Sind sie? Ihre Rüstung. Ando hat sie ganz schön auf Trab gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Okay. Also wird eine ganze Schleichpartie. Aber ich sehe, wir sind jetzt eh gerade in der Zeit. Liebe Leute, ich würde sagen, ich mache hier erstmal Schluss und dann geht's weiter in der nächsten Episode. Und dann schauen wir, dass wir hier da oben irgendwie reinkommen. Und mal gucken, was wir dann so vorfinden werden. Also, bis denn dann. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.